Was geht ab, liebe Freunde? Kommen wir wieder zu einem sehr informativen, interessanten und wichtigen Video. Es wird jetzt auch so nicht nur ein bisschen Storytime, denn eigentlich ist es komplett Storytime, weil mir ist das gestern passiert. Ich komme direkt zum Punkt. Ich bin gestern ins Training gefahren, ja. Fahre gechillt auf der Straße, ja, mit meinem E-Bike Richtung Training. Es hat gepisst. Es war nicht stockdunkel, es hat ein bisschen geregnet, ja, und es war eigentlich noch taghell. Es war so 5, 6 Uhr, ja, und es war noch relativ hell. Und da kommt dieser Mercedes-Fahrer mit seinem dicken Mercedes, ich weiß nicht, was das für ein Mercedes war, aber so ein SUV-Mercedes, ja, so ein dicker Benzer, ja, kommt hinter mich. So auf die Seite, macht das Fenster runter und kackt mich so von der Seite an. Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Bin weitergefahren, mach so was. So, hab meine Musik angehabt, konnte ihn nicht verstehen. So, guck so rüber, der kackt mich so an, so aus dem Fenster raus. Ich guck so rüber, mach so was. Guckst so du noch so ein bisschen? Habe ich mich wieder aufs Fahren konzentriert, habe mir gedacht, komm, scheiß drauf, scheiß auf diese negativen Menschen. Ich habe schon direkt gemerkt, was das für ein Mensch war. Deswegen auch dieser Titel: Gib diesen negativen Menschen keine Energie, lass dich nicht provozieren, denn das ist, was sie tun wollen. Und ich komme genau dazu, dass du siehst, warum es keinen Sinn ergibt, deine Energie zu verschwenden und dich provozieren zu lassen von diesen negativen Menschen. Denn gerade im Straßenverkehr heutzutage, ja, gerade so nach Corona und der ganze Scheiß, die ganzen Leute, ich sehe es so oft, sind so aggressiv. Die hupen direkt, die kacken direkt da rum, ja, nicht wirklich so, tatsächlich. Die kacken die Leute an, sind direkt wütend und lassen ihre Frust raus und sowas. Deswegen, und ich blick das dann halt immer direkt, ich check das immer direkt und gehe gar nicht darauf ein, denn ich weiß, es ist Zeitverschwendung, Energieverschwendung, und das haben diese Menschen gar nicht verdient. Meine Zeit, meine kostbare Zeit und meine Energie. Egal, wir fahren weiter. Dieser Typ ist vor mir mit seinem dicken Benzer, ja. Ich fahre so hinter ihm. Wir sind auf derselben Spur. Ich fahre hinter ihm. Irgendwann kommen wir an eine Ampel, bleiben stehen, weil sie rot ist, ja, oder rot wird, bleiben stehen. Und der Typ hat nichts Besseres zu tun, als aus seinem Auto auszusteigen und mir zu sagen, so, dass ich mein Licht anmachen soll, weil man mich ja nicht sieht, angeblich. Wie gesagt, es war taghell. Jeder andere hat mich gesehen, nur dieser eine Idiot musste etwas sagen und musste sich da aufregen und musste mich quasi so zurechtweisen. Aber ich habe mir so gedacht, mein Ego hat mir so kurz gesagt, ey, wer ist er, dass er mich so quasi zurechtweist und mir sagt, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. War mein Ego, aber ich habe mir zugleich dann so gedacht, komm, scheiß drauf. Reagier gar nicht drauf. Scheiß jetzt auf Ego, scheiß jetzt auf Konflikt, scheiß jetzt auf Debattieren, scheiß auf Diskutieren. Vergeude nicht deine Zeit, du gehst jetzt ins Training, fokussier dich aufs Training, bleib positiv, scheiß drauf. Denn das Ego spricht immer zu uns. Das sagt uns dann immer, ach, wer ist er? Warum provoziert er mich jetzt gerade? Warum will er mir sagen, was ich zu tun und was ich zu lassen habe? Ich habe mir dann so gedacht, komm, ja, es ist zwar taghell, machst das Licht an, scheiß drauf, bist du ein bisschen sicherer. Hab mich sogar noch dann bedankt bei ihm. Also, ah, okay, danke, ja, habe ich nicht gewusst, habe sie eben nicht verstanden. Und so habe es dann auf meine Kappe genommen, ja, sogar noch, so dass er sich ja gut fühlt, ja, er hat recht, oh ja, armer Kerl, hat immer recht, auf jeden Fall mit seinem tollen Mercedes. So, ich habe mir so gedacht, was ein lächerlicher Typ. Steigt extra aus dem Auto aus, so an der roten Ampel, steigt extra aus und will mir da irgendwas über Sicherheit erzählen, ja, und Autos kommen und Leute ergeben keinen Sinn. So, anstatt sich auf sich zu konzentrieren, nein, ich konzentriere mich auf alles andere. Und ich habe dann auch noch eine kurze Zeit später, dazu werde ich auf jeden Fall noch gleich kommen, dann selbst miterlebt, warum es gut war, dass ich nicht drauf eingegangen bin. Denn dieser Kerl hat genau seinen Charakter dann wieder gezeigt. Bei einer anderen Person, aber dazu komme ich gleich. Das Ding ist, Menschen, ich will jetzt ein bisschen tiefer da in dieses Detail reingehen. Menschen lieben es, andere Menschen zu provozieren. Es gibt ihnen Kraft. Vielleicht war er ein Narzisst, keine Ahnung. Ich label ihn jetzt nicht irgendwie, ich gebe ihm jetzt keinen Titel oder sowas. Aber es war einfach ein toxischer Mensch. Toxische Menschen lieben es, einfach Menschen zu provozieren. Es gibt ihnen Kraft, es gibt ihnen Energie, es gibt ihnen
Macht, ja. Sie fühlen sich, ich habe das dann gemerkt, so, der hat sich dann so richtig mächtig gefühlt. Oh ja, ich habe jetzt wieder was zu sagen gehabt. Ha, ich konnte ihm jetzt sagen, dass er sein Licht anschalten soll. Oh wow. Habe ich mir gedacht, oh wow, hast jetzt dein Lebenszweck erfüllt, hast jetzt dein Lebensziel erfüllt, kannst jetzt von deiner To-Do-Liste, von deiner Checkliste das abhaken. Heute wieder einen Menschen in die Schranken gewiesen und ihm gesagt, was er zu tun hat. Check. Ich habe mir im selben Moment so gedacht, so, komm, soll ich drauf eingehen, soll ich mich jetzt verteidigen? Ich kann mir doch jetzt nicht von diesem Wannabe hier sagen lassen, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Und es ist mein fucking E-Bike. Ich fahre damit. Wer ist er, dass er mir sagt, so was ich zu tun und was ich zu lassen habe? So, das Ego spricht immer zu uns, aber kämpf dagegen an. Lass dich nicht vom Ego leiten. Denn das Ego verschafft dir oftmals unnötigen Drama, unnötigen Stress, unnötig Zeitverschwendung. Dann hätte ich da diskutiert mit diesem Kerl auf der Straße, ja. Vielleicht wäre ich von meinem E-Bike runter, hätte ihm eine gegeben, ja. Er hat mich wütend gemacht, hätte ihm eine gegeben, der hätte dann wieder das Opfer gespielt, hat er irgendwie die Polizei gerufen, ja, kommt dann zu Problemen, ich hätte dann Anzeige wegen Körperverletzung oder so ein Scheiß. So, das ist alles in mir so hochgekocht, weil ich eh schon so ein bisschen abgefuckt war durch das Wetter, es hat übel gepisst, ja, und ich war komplett batschnass, ja, war richtig nass, so richtig klatschnass. Batschnass ist, glaube ich, was Saarländisches, für alle, die mich da nicht verstehen können. Ich war klatschnass, ja. Ich war komplett nass. Und war abgefuckt. Dann kommt dieser Motherfucker von der Seite, macht sein Fenster runter und kackt mich noch von der Seite an. Und ich denke mir, was will dieser Vollidiot jetzt da? Von der Seite und will mir da irgendwas eintrichtern. So. Was will der jetzt? Ist dann stehen geblieben an der Ampel und wollte mich da provozieren. Ich hab's richtig gemerkt, der steigt da aus, richtig provokant, so, ja, schon voll auf Strom. So sind diese toxischen, vielleicht auch narzisstischen Menschen, ja. Ich denke, es war auf jeden Fall ein Narzisst. So sind diese toxischen Menschen, die wollen immer Recht haben, die wollen immer debattieren, die wollen immer diskutieren, die wollen immer Menschen so quasi manipulieren, die wollen Recht haben, habe ich glaube ich schon gesagt. Die wollen, ich finde gerade nicht das richtige Wort, die wollen was zu sagen haben. Die provozieren dich vielleicht, um irgendwie ein Statement zu setzen, um was zu sagen zu haben, aber es nicht richtig formuliert, gefällt mir nicht. Um etwas zu sagen, um sich wichtig zu fühlen. Sagen wir es so, damit sie sich wichtig fühlen. Sie wollen sich wichtig fühlen. Sie wollen sich wichtig machen. Deswegen kommen sie und sagen dir dann, was du zu tun und was du zu lassen hast. Und das ist ja richtig und das ist ja falsch. Und mach ja dies, mach ja das. Vielleicht, keine Ahnung, du fährst mit deinem Auto und dann kommt irgendjemand auch von der Seite, kackt dich an, weil du auf seine Spur fährst. Ja, dazu komme ich noch, weil das war so das andere Szenario, was ich danach direkt erlebt habe mit der gleichen Person in diesem tollen, dicken Benzer. Ja, und dazu komme ich jetzt. So, ich habe mich nicht provozieren lassen, denn das ist alles Zeitverschwendung meiner Meinung nach. Ich bin jemand, ich habe eine sehr harte Toleranz gegen Provokation oder wenn es um Provokation geht, habe ich eine sehr, sehr große Toleranz. Es braucht schon lange, dass man mich provozieren kann. Ich bin eine sehr respektvolle Person, so. Ich respektiere alles und jeden so. Natürlich bin ich auch nicht naiv und dumm und lasse mich da für dumm verkaufen und so. Es braucht auch manchmal die richtige Person. Und dann bin ich direkt auf 180. So, es kommt immer auf die Situation an. So, aber ich kann mich gut beherrschen. Das will ich einfach damit sagen. Ich kann mich gut beherrschen. So, gerade so in der Öffentlichkeit, gerade so bei Menschen, die ich nicht kenne. So, weil oftmals wollen dich Menschen, die du nicht kennst, einfach provozieren, weil sie gerade miserabel sind, hatten einen schlechten Tag oder sonst irgendwas so, wollen sich dann wichtig machen oder sonst was. Oder auf der Arbeit haben sie nichts zu sagen oder zu Hause haben sie nichts zu sagen. Das konnte ich schon von dieser Person ablesen. Vielleicht seine Frau kommandiert ihn rum und jetzt geht er raus und kommandiert alles andere. So, und ich denke mir, was ist dein fucking Problem? Du fährst so ein schönes Auto, hast anscheinend ein gutes Einkommen, aber bist trotzdem so unhappy, bist trotzdem so ein miserabler Mensch. Was ist falsch gelaufen in dieser Gesellschaft? Was ist falsch gelaufen mit diesen Menschen? Habe ich mir so zugleich gedacht, der hat mir leid getan.
Dann hätte ich so ein Auto. Ich würde eh rumfahren, wie ich wollte. So nicht wie gerade ein Arschloch oder sonst irgendwas, aber ich würde mir keine Gedanken machen über alles andere. Ich würde mir denken, Alter, was für ein geiles Auto habe ich hier. Bam. Ich fahre im Trockenen oder sonst irgendwas. Jetzt regnet es, juckt mich nicht. Ich habe meinen tollen SUV. So würde ich denken, beispielsweise. Nein, sie sind so unglücklich und fahren da rum und müssen alles so zurechtweisen, was sie so sehen, was ja in ihren Augen so falsch ist und sonst was, ja. Ich habe mir so gedacht, ja, komm, mache ich das Licht an. Mache ich es diesen Menschen gerecht, ja. Nein, ich habe es nicht wegen ihnen getan. Ich habe es getan, damit ich meine Ruhe habe. Ich will einfach meine Ruhe haben. So, ja, jetzt könntest du ja darunter schreiben, Eierlecker, du sagst immer, lass dir nichts gefallen, warum hast du dir das gefallen lassen und sonst irgendwas. Was habe ich davon, wenn ich auf so einen Stress eingehe, wenn ich auf so eine Diskussion eingehe, wenn ich auf diese Menschen eingehe? Ich verschwende nicht gerne meine Zeit. Dann sage ich lieber, okay, ja, ist recht, hab dich nicht verstanden, bla bla, ja, komm als Maul. Hab ich mir gedacht, so, komm als Maul. Geh in dein scheiß Auto, fahr einfach weiter, lass mich in Ruhe, ich will jetzt ins Training, es pisst, lass mich in Ruhe. So, das habe ich mir klar gemacht. Mein Ego hat keine Bestimmung über mich. So, und das sollte es auch nicht über dich haben. Aber kommen wir zum zweiten Moment, wo ich dann erkannt habe, dass meine Entscheidung die richtige war, dass ich nicht drauf eingegangen bin und mich nicht habe provozieren lassen von dieser miserablen Person in diesem tollen, schicken Benzer, Mercedes. Sind wir weitergefahren, ja, der war dann ein gutes Stück vor mir, irgendwo dann war irgendwie wieder die Ampel rot oder sowas, so war ein gutes Stück dann wieder weiter, ich war so fast schon im Training, so, hat immer noch gepisst, war immer noch ein Kackwetter, ja. Und ich wollte einfach nur noch schnell ins Training. Ich wollte schon gar nicht mehr diese Person angucken. Ich wollte diese Person einfach ignorieren. Auf einmal sehe ich, wie so jemand so sich einspuren wollte und wollte so auf die Spur, wo dieser Mercedes-Fahrer halt auch war. Aber hat dann gecheckt, okay, da ist dieser Mercedes und ist dann wieder geradeaus weitergefahren. Kann ja mal passieren. Man guckt irgendwo. Will dann abbiegen, sieht dann, ah, okay, ist kein Platz und fährt dann wieder weiter. Da war so viel Platz noch dazwischen. Dieser Mensch im Mercedes, ja, dieser Motherfucker, sag ich jetzt einfach so, hat dann direkt gehupt, so, ey, das ist meine Spur, bleib auf deiner Spur, bla bla bla. Dieser Mensch in seinem, ich weiß gar nicht, was es war auch irgend so ein Familienwagen, ja, sagen wir jetzt einfach mal so, dann auch nur gesagt, ey, kann ja mal passieren, komm runter. So, nein, kann nicht passieren, bla bla bla, und hat dann da diskutiert. Da habe ich gemerkt, ich habe mich kaputt gelacht. Ich bin so vorbeigefahren, mitten durchgefahren, wo diese zwei Menschen sich, keine Ahnung, wo debattiert haben, wo diskutiert haben, ja, bin ich dazwischen gefahren mit meinem E-Bike, bin einfach dann an die Ampel gefahren, einfach vorgefahren, weil ich einfach nicht mehr das sehen konnte. Ich wollte diese Person einfach nicht mehr in meiner Umgebung haben, ja. Ich war so hinten, sehe so, okay, die Ampel ist rot. Da kann man ja schön vorfahren mit dem Fahrrad. Ich bin mit dem Fahrrad so, oder mit dem E-Bike so vorgefahren an die Ampel und sehe dann, wie diese zwei Idioten diskutieren. Oder dieser eine Idiot mit dem anderen armen Kerl, so, ja. Und ich denke mir nur so, ja, Mann, ich habe richtig agiert. Ich habe richtig reagiert. Weil hätte ich mit dieser Person diskutiert, wäre es genau so gewesen. Diese Personen wollen einfach nur diskutieren. Diese Personen wollen einfach nur Zeit schinden. Keine Ahnung, vielleicht ein miserables Leben, ja, und müssen dann da rausgehen und müssen andere miserabel machen oder runter machen oder was auch immer, ist mir auch scheißegal. Aber dieser Moment hat mir gezeigt, warum es richtig war, mich nicht provozieren zu lassen von dieser Person. Denn ich habe direkt dann hautnah erlebt, wie diese Person dann hätte sein können oder wie diese Person generell ist. Ja, wie gesagt, dieser andere Autofahrer wollte kurz einscheren, hat gemerkt, oh, da ist kein Platz. Fährt dann wieder geradeaus weiter. Passiert. Wie oft passiert dir das? Dass du irgendwo einscheren willst, dich einspuren willst, dann siehst du, oh, da ist kein Platz, dann fährst du wieder normal weiter. Aber du fährst nicht so dicht, hier ist das Auto und du fährst so dicht oder sowas. Nein, da war noch meterweit Platz, ja. Und der hupt direkt in diesen Benzer, ja. Hupt direkt auf, kackt ihn direkt wieder an, so, ey, bleib auf deiner Spur, bla 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 bla, das kann ja nicht sein, mach die Augen auf und was weiß ich alles, kackt ihn direkt so von der Seite an. Und die haben beide so das Fenster unten und kacken sich so gegenseitig an. Ja, kann ja mal passieren, komm doch mal runter, sagt der andere so. Und die diskutieren dann da.
Da habe ich mir direkt gedacht, okay, gut, war gut, dass ich nicht da angefangen habe, irgendwas zu sagen, weil diese Person, den kannst du nicht sagen. Es kommt direkt zu einem Hitzkampf. Es kommt direkt zu einer Diskussion. Es kommt direkt zu einem Bitchfight. Weil das machen diese Bitches. Deswegen sage ich heutzutage, das waren zwei Kerle, ja. Ich habe direkt gemerkt, was das für eine Art Kerl war. Das war eine Bitch. Das war eine kleine Schlampe, war das. Eine kleine Bitch mit, keine Ahnung, Riesenproblem in seinem Schädel. Keine Ahnung. Eine Bitch meine ich, damit meine ich einfach die Persönlichkeit. Die Bitchen darum. Wie so eine kleine weinende, kleine fucking Bitch, die die ganze Zeit diskutieren muss. Weil das machen nur Bitches. Die ganze Zeit diskutieren, Probleme suchen, Probleme finden, Probleme machen, Probleme schieben, ja. Das machen Bitches. Kleine weinende Bitches. Und so viele Kerle heutzutage, darf man eigentlich gar nicht mal Kerle nennen, sind so. Die sind so toxisch, die müssen die ganze Zeit Probleme schieben. Die müssen die ganze Zeit darum weinen, darum bitchen, darum, keine Ahnung, diskutieren, Zeit verschwenden, ja. So, auf öffentlicher Straße sich gegenseitig anfauchen. Ich denke mir so, was geht schief hier in dieser Gesellschaft an? Der andere mit seinem tollen Mercedes hat seinen Charakter dann perfekt gezeigt. Da habe ich mir direkt gedacht, ja, alles klar, ich fahre hier vorbei. Um jetzt die Story quasi damit zu beenden. Ich bin mitten durchgefahren, höre diese zwei diskutieren, fange herzhaft an zu lachen. So, ich habe den Mercedes-Fahrer einfach nur ausgelacht. So nicht so in sein Gesicht, aber ich habe den Kopf geschüttelt und habe mir hab so gelacht. Bin an die Ampel gefahren und sehe dann so, seine Ampel ist dann grün geworden, er biegt so rechts ab. Ich bin geradeaus weitergefahren und wie ich seinen Mercedes gesehen habe, habe ich einfach nur den Kopf geschüttelt. So, und hab mir gedacht. Zum Glück ist dieser Idiot jetzt weg. So, weil da diese Menschen sind wie ein Dorn im Auge. So diese Problemschieber, diese Troublemaker, diese kleinen weinenden Bitches, die direkt so, keine Ahnung, Angst bekommen um ihr Auto oder sonst irgendwas. Du fährst nur ein wenig dicht auf, ja, und direkt hupen die und machen da direkt Stress oder sonst irgendwas, ja. Und ich hab's gesehen. Es war nicht mal so dicht. Deswegen, der hat seinen Film geschoben, keine Ahnung, auf was der war, aber das war nicht normal. So, der wollte erst mit mir Stress schieben, dann ist er direkt zum nächsten Opfer gegangen. Das ist, was diese Narzissten tun. Also ich denke schon, dass es ein Narzisst war. So, wenn nicht, auf jeden Fall toxisch. Auf jeden Fall toxisch. So, das ist, was diese toxischen Menschen machen, wenn sie bei der ersten Person nicht ihren Frust ablassen können. Denn er ist direkt da in sein Auto wieder eingestiegen, hat gemerkt, oh, okay, der macht, was ich sage, alles klar, boom. Weil ich weiß, pass auf, ich erkläre so oft über, oder erkläre so oft über Narzissmus auf, über toxische Menschen auf. Denkst du nicht, dass ich weiß, wie man diese Menschen quasi in die Schranken weist, sie quasi zurückmanipuliert? Nicht, dass ich darum manipuliere, aber ich weiß, wie man einen toxischen Menschen auch manipulieren kann. Dass es zu meinen Gunsten kommt, dass ich nicht in Trouble, in Probleme gerate. Weil das ist das Letzte, was ich tun will. Ich weiß dann ganz genau, okay, ich spiele jetzt so den Dummen, mache jetzt das, was dieser Mensch sagt, aber habe dann meine Ruhe. Das ist ja auch eine Art Manipulation. So, nicht um zu sagen, dass ich das jetzt bei jeder Person mache, die mir irgendwie dumm kommt oder sowas und dann darum manipuliere. Nein, aber manchmal musst du das tun. Manchmal musst du zu deinen Gunsten auch mal manipulieren, dass du quasi deine Ruhe bewahrst. Das heißt, du musst es so aussehen lassen, wie als hätte dieser Mensch recht, obwohl du weißt, dass du recht hast. Ich hoffe, du verstehst, was ich damit sagen will. So, nicht, dass du jetzt rausgehst und denkst, oh ja, direkt wenn irgendwie Stress entsteht, muss ich diese Person manipulieren oder sonst irgendwas. Nein, wenn eine Person zu dir kommt und versucht, dich zu manipulieren, versucht dich zu attackieren oder attackiert dich einfach und provoziert dich, dann lass dich nicht provozieren. Gib dieser Person vielleicht sogar recht. Das ist ja auch eine Art Manipulation. Du gibst ihr recht, obwohl du weißt, dass diese Person nicht recht hat, um deine Ruhe zu bewahren. Das machen schlaue Menschen. Sie wissen, wie sie Menschen quasi richtig
ohne ausfallend zu werden, ohne herablassend zu werden, ohne provokant zu werden, ohne irgendwie beleidigend zu werden, habe ich diese Person quasi dazu gebracht, das zu tun, was ich will. Dass sie wieder in sein scheiß Auto geht, diese Person, ja, und weiterfährt und mich in Ruhe lässt. Kann man jetzt sagen, dass es Manipulation ist? Deswegen sage ich so, habe ich manipuliert, auch wenn es jetzt nicht perfekt manipuliert ist, so, weil diese Person eigentlich mich manipulieren wollte, aber es ist ja schon zu einem gewissen Teil Manipulation, weil ich habe nicht das geglaubt, was diese Person gesagt hat, ich habe ihr einfach nur das gesagt, was sie hören wollte. So, deswegen, mit Narzissten ist es oftmals so, du musst ihnen einfach nur sagen, was sie hören wollen und dann hast du deine Ruhe. Deswegen, weil manche Hitzköpfe, ich bin auch ein Hitzkopf, ja, müssen das in den Griff bekommen. Weil sonst wirst du immer wieder in solche stressigen Situationen geraten, wo du dann in Debatten kommst, in Diskussionen kommst, in so Hitzfights kommst. Und das ist Zeitverschwendung. Das will ich dir einfach nur damit sagen. Dann sag ihnen so, ja, hast recht, komm. Das heißt ja so, der Klügere gibt nach, so. Das heißt nicht, dass du ein Weichei bist. Irgendwie so, nein, du willst einfach nur deine Ruhe bewahren. Deswegen, gib ihnen überhaupt gar keine Kraft. Das will ich einfach damit sagen. Heutzutage, gerade jetzt in dieser Endzeit, wo Mann gegen Frau ist, Feminismus, dies, das, jeder hasst sich, jeder ist direkt auf Streit aus. Ja, wir sind in der Endzeit. Und die Leute werden immer aggressiver. Deswegen ist es wichtiger, sein Herz und seinen Verstand und alles zu bewahren. Und nicht einfach so jeden zu geben, dich nicht direkt zu verlieben in die falschen Menschen beispielsweise. Und auch nicht bei toxischen Menschen, die ihren Frust bei dir rauslassen, so direkt dich darauf einlassen und sowas und deine Energie da verschwenden. Guard your heart, guard your energy, alles. So bewahre dein Herz, deine Energie, deine Zeit, deine Präsenz, ja, und verbrauch sie nicht für unnötige Menschen. Diese Message wollte ich jetzt einfach rausgeben. So, ich finde das ein wichtiges Thema, denn manchmal, vielleicht ist dir das sogar selbst mal passiert. So, du hast dir dann gedacht, oh, fuck, ich hätte jetzt was sagen sollen. Und im selben Moment oder kurze Zeit später siehst du dann die gleiche Person, geht zu jemand anderem hin und provoziert dann eine andere Person. Dann sagst du dir, ja, ey, Props an mich, dass ich nicht irgendwie ausfallend wurde, dass ich mich nicht habe provozieren lassen, denn ich sehe jetzt den Charakter dieser Person und bin stolz auf mich, dass ich nicht meine Zeit, meine kostbare Zeit, meine Energie verschwendet habe für diese unnötige Person, die ich eh nicht kenne. So, die ist gleich weg. Von daher kann es dir scheißegal sein. So oft begegnen uns Menschen irgendwo auf der Straße, in der Öffentlichkeit, in der Schule, wo auch immer. Und du kennst diese Person gar nicht. Und sie kacken dich einfach von der Seite an. Sie provozieren dich oder versuchen dich zu provozieren. Und das Beste, was du tun kannst, was ich jetzt einfach mit diesem Video sagen wollte, dich nicht provozieren zu lassen. Denn dann siehst du sie auf einmal irritiert, so, sie sind es nicht gewohnt, dass, wenn sie versuchen, jemanden zu provozieren, dass diese Person sich nicht provozieren lässt. Und dann drehen sie sich direkt um, merken, oh, hier funktioniert das nicht und gehen dann wieder. Das habe ich gemerkt. So, ich studiere Menschen, ich weiß, wie Menschen ticken. So, und für alle, die dann sagen, du bist auch Narzisst, du hast jetzt gesagt, du manipulierst. Nein, aber ich kläre so viel über Manipulation auf und was weiß ich, und ich weiß, wie man es richtig zu seinen Gunsten nutzt, um quasi solchen unnötigen, stressigen Situationen zu entkommen, zu entgehen. Das heißt nicht, dass ich ein Narzisst bin, nein. Aber ich studiere Menschen, ich weiß, wie das Ganze funktioniert. Und ich nutze es zu meinen Gunsten, das ist mein Recht. Denn was bringt es mir, auch wenn ich nicht daran glaube, was eine Person denkt, was eine Person sagt. Und ich gehe hin und sage, ja, du hast recht, um meine Ruhe zu bewahren. Dann zu sagen, ja, ist manipulativ, ist dies, ist das, ist so negativ. Nein, es ist positiv. Denn du entgehst gerade dann deswegen unnötig Stress. Und ich bin ein Streitschlichter. Ich mag keinen Streit, ich mag keinen Stress, ich mag kein Drama, ich will meine fucking Ruhe haben. Die meiste Zeit verbringe ich auch deswegen mit mir, weil ich weiß, Leute sind so. Die verursachen extra Stress. Das habe ich in der Vergangenheit oft gemerkt und habe einfach keinen Bock drauf. Und weiß, wie Menschen ticken, muss ihnen nur das sagen, was sie hören wollen, und dann sind sie ruhig. Das wollen sie hören. Ja, du bist so toll, ja, du bist so dies, ja, du bist so das. Ihr Ego füttern, ja. Dann halten sie die Schnauze, fahren weiter und lassen dich in Ruhe. So, deswegen, kämpf gegen dein Ego, scheiß auf dein Ego. Auch wenn es dir dann sagt, ah, du bist ein Weichei, du hättest jetzt was sagen sollen, bla bla, hör nicht darauf. Das ist Zeitverschwendung. So,
Deswegen kannst du jetzt sagen, was du willst, ja, du bist manipulativ, du bist Narzisst, du bist dies, du bist toxisch. Nein, es ist toxisch, Stress zu entgehen. Es ist toxisch, Manipulation quasi richtig anzuwenden, um einer toxischen Person zu entkommen. Dass diese Person dich in Ruhe lässt. Denk darüber nach. Das ist vielleicht nicht die perfekte Art, war aber für mich in diesem Moment richtig. So. Ich habe das Gefühl, so, hey, diese Person hat überhaupt nicht recht, es ist taghell, so, was will die von mir? Würde man mich nicht sehen? Weil diese Gedanken gehen dann in deinem Kopf rum, so, würde man mich nicht sehen? Ich mache jetzt halt das Beispiel, weil es mir passiert ist. Würde man mich nicht sehen, würden andere Autofahrer auch hupen, was sagen, was sich mich schief angucken, aber nur dieser eine Idiot sagt was, dann ist es sein Problem, bla bla. Und ich hätte das alles sagen können, aber es hätte meine Zeit verschwendet. Das will ich einfach damit sagen. Ich hätte meine kostbare Zeit und meine Energie mit einem unnötigen Gespräch, mit einer unnötigen Diskussion unnötig verschwendet. Das wollte ich nicht. Ich habe nur ins Training gedacht. Ich war eh schon abgefuckt und hatte keinen Bock zu trainieren. Bin komplett im Arsch, habe Muskelkater. Dann kommt noch dieser Vollidiot und will mir noch irgendwas sagen und will mich noch abfucken. Deswegen, das ist wie der Teufel ja auch kommt. Und gerade wenn du schwach bist, will er dich dann noch testen dazu oder dich fertig machen. So diese kleinen Teufel kommen dann von der Seite. So gerade wenn du unten bist, gerade wenn du dich schlecht fühlst, wenn du im Arsch bist, wenn du, keine Ahnung, komplett am Ende bist, ja. Dann kommen diese Teufel von der Seite und versuchen dich noch mehr runterzuziehen. Aber das war ein Test. Ich habe den Test bestanden. Denn ich durfte dann kurze Zeit später, wie gesagt, sehen, wie diese Person zu einer anderen Person ist. So, und da habe ich einfach nur gesehen, okay, bei mir konnte er es nicht machen. Ich kann Menschen lesen. Ich weiß, warum der das getan hat. Ich bin nicht dumm. Bei mir konnte er das nicht abziehen, musste er sein nächstes Opfer suchen. Und ich habe es schon gemerkt, wie er bei mir vorbeigefahren ist und wir waren so Kopf an Kopf, so quasi. Und er macht das Fenster runter und kackt mich von der Seite an. Da habe ich direkt schon gemerkt, studiert, was das für eine Person ist. Hab mir gedacht, okay, gut. Und konnte schon direkt wissen, gleich wenn wir an der Ampel stehen bleiben, diese Person wird aussteigen. Ich wusste ganz genau, was sie tut. Manche Menschen kannst du einfach so lesen, die sind so berechenbar. Und gerade diese toxischen, narzisstischen Menschen, die sind manchmal so berechenbar. Deswegen stell dich vorher drauf ein, das wollte ich dir einfach damit sagen. Stell dich vorher drauf ein, okay, das kann passieren. Wie reagiere ich dann? Und genau das habe ich getan. Da habe ich mir gedacht, ja, wenn sie jetzt aussteigt und diskutieren will, pff, ich gebe dir kurz recht, habe ich meine Ruhe. Ich habe einfach keinen Bock jetzt auf Drama. Ich habe jetzt einfach keinen Bock auf eine unnötige Diskussion. Deswegen, denk, was du willst über mich. Ich fand es richtig. So, deswegen, wenn du weißt, wie du Menschen quasi auch, wie soll ich sagen, ich wollte jetzt gerade sagen, manipulieren kannst, um Ruhe zu finden, finde ich schon richtig. So Menschen manchmal so, was heißt manipulieren? Du gibst ihnen einmal ein bisschen kurz recht, auch wenn du nicht dran glaubst. Du sagst ihnen, was sie hören wollen. Auch dein dummer Chef, der versucht dich zu provozieren oder sonst was, hatte ich ja auch oft. Dann gehst du hin, gibst ihnen kurz recht, damit du deine Ruhe hast, damit du nicht unnötig diskutierst, weil das wollen diese Menschen. Halten diese Menschen ihre Schnauze und gehen weiter, suchen sich ihr nächstes Opfer. Sei nicht so naiv, sei nicht so dumm, sei nicht so beleidigt oder direkt fühl dich dann irgendwie beleidigt oder provoziert oder angegriffen oder sonst irgendwas. Weil das wollen diese Teufel. Sie wollen, dass du dich angegriffen fühlst und dass du dann emotional wirst und aus Emotionen handelst und dann anfängst zu diskutieren, dich zu verteidigen oder sonst irgendwas. Das wollen diese kleinen Teufel. Gib ihnen nicht diese Macht. Gib ihnen nicht diese Energie. Auch wenn du dann in diesem Moment denkst, oh, ich bin weicher, ich bin dies. Du siehst dann in ihren Augen, wie unerfüllt sie dann gerade deswegen sind, weil sie dich nicht provozieren konnten, weil sie dich nicht reizen konnten. Das raubt ihnen die Kraft. Weil sie haben gerade investiert in dich, um dich zu provozieren. Du lässt dich nicht provozieren. Auf einmal, die drehen sich direkt um, können nichts sagen, sind beleidigt dann oder sonst irgendwas, suchen sich ihr nächstes Opfer. Deswegen, be smart. Peace out. Ich denke, das war ja, ein bisschen Storytime. Cooles Video. Ich denke, man konnte daraus ein bisschen was lernen. Wie gesagt, wenn dir das Video gefällt, weißt du, was zu tun ist. Kannst mich unterstützen, wenn du Bock drauf hast. Aber ich denke, das war jetzt auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Peace out.